Mein Name ist Dietmar Spangl, ich bin Abteilungsleiter bei der Grazer Wechselseitige Versicherung AG und für den Bereich IT Operations in der zentralen Konzern-IT verantwortlich. Mit der Unterstützung von Deloitte und dem Produkt von InnoBig haben wir es geschafft, unsere zentrale Versicherungsapplikation von einer Mainframe-Plattform auf eine Java-Umgebung zu migrieren. Wir sind mit der migrierten Anwendung im November 2016 in Betrieb gegangen und haben jetzt schon einige Jahre Erfahrung damit gesammelt. Rückwirkend betrachtet sind wir mit unserer Entscheidung sehr zufrieden und wenn man uns fragen würde, ob wir es nochmal so machen würden, würden wir ganz laut und deutlich sagen, ja, würden wir. Mein Name ist Georg Hiebel, ich bin Anwendungsentwickler bei der Grazer Wechselseitigen Versicherung AG und in den Bereichen Buchhaltung und Output Management tätig. Die Hauptunterschiede im transformierten Code sind in der Syntax und in der Notation, also die Grammatik und die Rechtschreibung, wenn man es einfach erklären will. Ich würde meinen, dass die heutige Produktivität wesentlich höher ist als zuvor. Ein weiterer Riesenvorteil ist, dass man Java-Bibliothek einsetzen kann, wie zum Beispiel vorgefertigte Bibliotheken für XML-Verarbeitung und diverse String-Operationen. Dank des modularen Aufbaus in unserer Eclipse-Entwicklungsumgebung fällt auch das Debuggen wesentlich leichter, da man sich da und dort eine View konfigurieren kann, so wie man es persönlich benötigt. Auf jeden Fall würde ich diese Umstellung noch einmal befürworten, da einfach der Umstieg von einer 3270-Anwendung hin zu einer webbasierten Anwendung viele Vorteile bringt. Das Arbeiten in der neuen Umgebung macht auf jeden Fall mehr Spaß als in der 3270 Natural-Anwendung.